leave us, just watch. Late night, I go. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von FIFA 16. Wir starten heute eine neue Karriere. Ihr hattet ja Zeit, bis zum 22.04. 18 Uhr abzustimmen, mit welcher Mannschaft wir denn eine dritte und vielleicht auch eine vierte oder fünfte Saison spielen werden. Entschuldigung, ich bin momentan ein bisschen erkältet, deswegen. Aber das hält mich nicht davon ab, für euch neue Videos aufzunehmen. Und zwar blende ich euch jetzt hier mal ein Bild ein. Und dann werdet ihr sehen, wer gewonnen hat. Ihr seht es schon, es ist Leicester City. Wir spielen also mit der Überraschungsmannschaft, die dieses Jahr höchstwahrscheinlich hoffentlich Meister wird in der Premier League. Ja, ich würde es mir sehr wünschen. Mit knapp 22% und 10 Stimmen. Ja, 47 Stimmen wurden insgesamt abgegeben. Vielen Dank an die Leute, die abgestimmt haben. Auf dem zweiten Platz, ganz knapp dahinter, Borussia Mönchengladbach. Die waren eine sehr lange Zeit in Führung. Habe ich gedacht, wir spielen wieder mit einer deutschen Mannschaft. Aber dann hat sich doch so langsam Leicester City rauskristallisiert. Mich hat es überrascht, dass zu Beginn die, sag ich mal, namhaftesten Mannschaften eigentlich wenig Stimmen gekriegt haben. Also Real Madrid war ganz unten, Barcelona war auch ganz unten, was sie jetzt ja immer noch sind. Ganz unten ist also Atletico Madrid nur mit 2 Stimmen, aber wir fangen jetzt an mit Leicester City. Ich freue mich richtig drauf. Trainerkarriere. So, und dann bin ich mal gespannt, ob wir genau dasselbe hinkriegen. Nee, das brauchen wir nicht. Ein Top-Scout oder Netzwerk für deine erste Saison. Ja, das können wir mal machen. Ich freue mich richtig. Ich bin richtig gespannt, ob wir genau dasselbe Wunder hinkriegen mit Leicester, dass wir auch Meister werden oder, sag ich mal, mindestens ins internationale Geschäft kommen. Also ich habe mir vorgenommen als Ziel mit Leicester City unter den ersten 6 oder halt einen Platz in den internationalen Plätzen. Und dann schauen wir einfach mal. Also 5 Minuten, milder Euro, King Power Stadium, machen wir einfach mal aktuelle herunterladen, weiter. Lädt Aktualisierung herunter, Kader-Updates, ja, Kader-Updates. Und dann wollen wir mal gucken, was mit Jamie Vardy und Schmeichel und Co. alles so möglich ist in der Premier League. So, nee, so heißen wir nicht. Muss ich kurz meinen Namen wieder ändern. Machen wir mal her. Machen wir mal ganz klassisch wieder Herr HSPLP, ne? Wie auch sonst. So, Herr HSPLP, England sind wir nicht. Wir sind Deutscher. 100% Deutsch. So, Hemd und Schlips ist eigentlich egal. Man sieht mich eh nicht. Also Anzug machen wir mal. Marineblau, Mittel. Schmächtig, ja, machen wir mal regulär. So, machen wir mal auf weiter. Und wir werden uns in dem ersten Part natürlich erstmal wieder die Mannschaft angucken. Und ihr habt auch wieder die Chance, Spieler in die Kommentare reinzuschreiben, die wir uns, wenn möglich, zu Leicester City holen. Ja, wir müssen erstmal gucken, wie viel Kohle wir haben. Aber ich denke mal, so wenig Kohle werden wir nicht haben, weil, ich meine, die Engländer sind vollgepumpt mit Geld. So, meine Darmstadt-Karriere will ich natürlich nicht überschreiben. Wir machen einfach mal eine neue Karriere und machen da Karriere. Jetzt muss ich so nur richtig schreiben hier. Leicester City. Nein, City natürlich. So, Leicester City. Habe ich nicht gespeichert. Oh, jetzt bin ich auf zurückgekommen. Oh Mann, ey. Was ist denn hier heute wieder los? So, Leicester City fertig. Und dann wollen wir mal loslegen. Glückwunsch. Saisonvorbereitung, Turniereinladung. Leicester City wurde zu einem Vorbereitungsturnier eingeladen. Das ist eine große Möglichkeit, blablabla, Spieler kennenzulernen. Können wir mal machen. Also, warum nicht? So, jetzt gucken wir mal. Wo gibt es denn das meiste Geld? Hier gibt es natürlich das meiste Geld. Die namhaftesten Gegner sind 5 Mannschaften dabei aus der Bundesliga. Ist ja klar, weil es in Deutschland stattfindet. Portugal oder Holland? Ich würde schon sagen Deutschland. Also da sind unter anderem noch Club Brügge dabei und Hull City. Hoffenheim, Köln, Augsburg, Hannover und Bremen. Die kennen wir ja noch aus dem letzten Jahr. Deswegen würde ich einfach mal sagen European International Cup in Deutschland. Ach, ist das schön. Ja, endlich mal wieder im Karrieremodus zu zocken. Ich habe ja bei Darmstadt, da habe ich einen ganz großen Fehler eigentlich gemacht. Ich habe 7 oder 8 Folgen im Voraus immer aufgenommen und dann, weiß ich nicht, da muss ich immer so lange warten, bis ich dann wieder spielen konnte. Naja, also wir gucken einfach mal. European International Cup, Pokalziel national. Wir haben uns immer Chancen im nationalen Pokal ausgemacht. Dieser Wettbewerb ist lukrativ. Wir würden es also begrüßen, wenn sie folgendes Ziel schaffen. Runde der letzten 16. Damit meint er bestimmt den FA Cup. Das möchte ich einfach mal sagen, so. Wichtige Infos, gut, der Transfermarkt ist jetzt offen. Nach Innenverteidiger Ausschau halten. Herzlich willkommen im Verein. Ich möchte Sie gleich auf unsere Scouting-Abteilung aufmerksam machen. Unsere Scouts sind bereits intensiv auf der Suche nach vielversprechenden Spielern. Ich denke, Schwachstellen, Innenverteidiger. Okay, da gucken wir gleich nochmal. Der erste Scouting-Bericht ist auch schon da. Gucken wir gleich. Ich möchte mir vorstellen, Louis Brown, das kennen wir ja alle schon. Oh, Gökhan Inla-Verletzung. Die Verletzung Muskelriss in der Wade, die er sich am Ende der letzten Saison zugezogen hat, verhält sehr gut. Möglicherweise kann er am ersten Spieltag eingesetzt werden. Gut, das ist aber nicht bei jeder Mannschaft, ne, dass sie da einen Spieler rauspicken. Ich glaube, bei ihm ist das was Besonderes. Und das Ligaziel im Tabellenmittelfeld landen. Ja, ich habe ja
ein bisschen höheres Ziel ausgesetzt. Also ich möchte ins internationale Geschäft. Ich möchte auch noch nächstes Jahr ein paar internationale Spiele machen. Okay, ich würde sagen, wir gucken zunächst mal den Scouting-Bericht an. Das können wir gleich mal machen. Vielleicht ist ja da schon mal ein super Spieler dabei. Innenverteidiger haben sie ja gesagt, ne? Fällt mir ganz speziell mal der hier ins Visier, Gabriel. Aber ihr könnt natürlich, wie gesagt, eure Vorschläge, das ist wieder der Part für die Community eigentlich, wie eigentlich jeder Part. Ihr könnt eure Spielervorschläge unten in die Kommentare schreiben. Wen sollen wir denn holen? Besten für die Innenverteidigung, habt ihr ja gerade gesehen, nach einem Innenverteidiger Ausschau halten. Gucken wir mal, wen haben sie denn bis da? Ja, Leighton Baines, der ist Linksverteidiger, den brauchen wir nicht. Wir gucken erstmal unsere Mannschaft an. Ich denke mal, bevor wir auf den Transfermarkt gehen, schauen wir erstmal, wie viel Geld wir haben. Wie viel Geld haben wir denn zur Verfügung? 27 Millionen Euro und 100.000 Euro Gehaltsbudget. Ich denke mal, da kann man gut mit was machen, würde ich mal sagen. So, jetzt schauen wir mal unsere Mannschaft an. Leicester City Standard. Genau, wir machen einfach mal hier. Wir gucken einfach mal, wer hier so gerade in der Startaufstellung steht. Und da sehen wir schon, wer fehlt. Jamie Vardy fehlt. Wo ist der denn? So, ich gucke gerade mal, das wäre aktuell, wie sie spielen. Standard. Ja, jetzt kommt wieder die Formation. Ich spiele sehr gerne immer mit zwei Stürmern. Ich habe immer gerne einen Kopfballstarken und einen schnellen vorne. Das hatte ich bei Darmstadt. Darmstadt haben wir im 4-4-2 mit Raute gespielt. Das war eigentlich sehr erfolgreich. Wo haben wir es denn? 4-4-2 mit Raute. Ist die normale Raute. Mit einer breiten Raute haben wir gespielt. Da. 4-4-2 breite Raute haben wir damals mit Darmstadt gespielt. Damals, vor 100 Jahren, ey, gefühlt. Nein, Quatsch. Und deswegen bin ich halt am überlegen, ob ich wieder 4-4-2 mit Raute spiele. Das System hat sich bewährt eigentlich. Ich mache das erstmal und stellen wir mal die Spieler zusammen. Also, da haben wir im rechten Mittelfeld, der jetzt im Sturm ist, Mahrez. Richtig, richtig geiler Spieler. Mahrez kommt natürlich auf die rechte Seite. Schlupp kommt erstmal raus. Da haben wir ja Fuchs hinten links. Ein Altbekannter aus der Bundesliga, ja. Mainz, FC Schalke, hast du nicht gesehen. Robert Huth spielt auch schon seit gefühlt 50 Jahren in der Premier League. Dann Wes Morgan. Ich habe den gar nicht so stark eingeschätzt. Ich dachte, der wäre immer ein bisschen schwächer. So, da haben wir Albrighton. Haben wir da noch einen besseren? Amarte? Ne, dann bleibt der erstmal da hoch. Dann haben wir Kanté. Der hat auch eine richtig starke Saison. Der hat auch richtig starke Werte. 90er Aggressivität. So fast ein bisschen ähnlich wie bei Darmstadt der Artif. Den Artif, den wir uns damals gekauft haben, der war ja auch ebenfalls sehr aggressiv. Ja, und sonst hat er auch sehr gute Werte, ne? 90er Balance, 83er Reaktion, 90er Ausdauer. Also, den können wir mal statt Schlupp hinstellen. Der spielt im linken Mittelfeld. Dann stellen wir den mal dahin erstmal. Uloa, ne, da würde ich gerne Jamie Vardy. Wo ist er denn? Hier, Jamie Vardy. Aber da bin ich halt am Überlegen, ob ich Vardy nicht wieder auf den Flügel stellen soll. Oder ich spiele vorne mit Vardy und mit Uloa. Dann haben wir einen schnellen und einen Kopfballstarken. So, Drinkwater kommt erstmal dahin. Ja, oder Okazaki. Und dann hätten wir zwei schnell, aber dann fehlt ein Kopfballstarker. Dann wäre natürlich Uloa mit seinen 1,85 gar nicht so verkehrt. Wie groß ist denn Okazaki? Der ist nur 1,74. Wie groß ist Vardy? Ich muss mich hier erstmal reinfuchsen. Der ist 1,78. Ich stell erstmal Uloa hin. Ja, ihr könnt ja wie gesagt Spielervorschläge reinschreiben. Vielleicht holen wir uns ja noch einen neuen Stürmer. Toyota, okay, schwarz. Aber wir gucken uns mal die Bank an. Ach hier, der Inler. Ja, der hat auch nicht so schlechte Werte. Also fürs zentrale Mittelfeld reicht das. Gar keine Frage. Es müssen ja nicht immer so hohe Werte sein. So, gut, die Reserve ist natürlich jetzt nicht so gut bestimmt. Ne? Wir haben hier ein paar Nachwuchsspieler, glaube ich. Ne, Dodo, ja, wie alt ist der? 20. Kane ist 21. Chilwell ist 18. 27, 20, 17. Also das sind die ganzen Nachwuchsleute hier. 19, 18. Vielleicht, ich weiß ja nicht, wie gut die sich entwickeln. Vielleicht können wir ja mal, Moment, ich muss das hier erstmal umstellen. Ich stelle immer gerne die Torhüter zuerst. So, gut, wir brauchen aber nicht fünf Mittelfeldspieler. Dann machen wir das einmal so. Amarte, Distanzschütze. Ist gar nicht schlecht. Also dafür, dass er nur eine 70er Bewertung hat, ist das gar nicht schlecht. Gray, der wird noch ein richtiges Monster, glaube ich. Ja, und ich würde sagen, dann haben wir erstmal unsere Aufstellung. Ja, 4-4-2 mit Raute. Hat sich, wie gesagt, bei Darmstadt sehr bewährt. Mahrez auf den Außen und Vardy vielleicht die Starspieler. Aber natürlich auch Kanté und Huth und Fuchs und Schmeichel. Und hast du nicht gesehen, Simpson. Aber noch ein bisschen Rechtsverteidiger. Rechtsverteidigerposition. Auch wenn Simpson gute Werte hat, ja, 72er Stärke insgesamt, vielleicht wäre auch ein Rechtsverteidiger gar nicht verkehrt. Also ein Innenverteidiger auf jeden Fall, weil wir haben nur, ich sag mal, nur Vasilevski und Moore. Kommt mit den Namen, habe ich es nicht so. Oh, wir haben ja noch Nathan Dyer, haben wir auch noch 76er Stärke, dann kommt der mal auf die Bank für King, ja. Alter Wahnsinn, ist der schnell. 92er Antritt, 90er Sprintgeschwindigkeit, ja.
Speed Kills, sag ich immer, ne? Speed Kills, wenn du Geschwindigkeit hast, dann kannst du auch, ja, mal ein, zwei Leuten weglaufen. Das ist dann gar nicht so verkehrt, sag ich mal. So, wir gehen mal ins Training rein, wir fügen mal ein paar Leute hinzu. Wen können wir denn hier? Guck mal, Gray zum Beispiel, ja, der hat ein gutes Entwicklungspotenzial. Am besten mal die ganzen Nachwuchsspieler. Oder Inje, N'Golo Kanté. Innenverteidiger haben wir Liam Moore. Können wir erstmal reintun. Wen haben wir da noch? Jeffrey Schlupp. Ich glaube, der kriegt im besten Fall bis eine 74. Kriegt der. So, wen können wir nochmal reintun? Und Daniel Amate. Haben die sich geholt von Lyon? Das sieht so aus, als käme der von Lyon. So, simulieren wir mal alles. So, und dann schauen wir uns mal auf den Transfermarkt um. Ob wir vielleicht schon die ersten Innenverteidiger, die ersten Rechtsverteidiger finden. Ich meine, auf den anderen Positionen sind wir ja eigentlich ganz gut besetzt. Man muss auch mal ein bisschen tiefer stapeln. Wir spielen nicht um die Meisterschaft mit. Also das muss auch vielen Leuten jetzt bewusst sein. Wir spielen nicht um die Meisterschaft mit. Der Vorstand hat als Ziel ausgegeben im Tabellenmittelfeld. Ich hänge die Messlatte nochmal ein bisschen höher. Ich sage, ich will mindestens ins internationale Geschäft. Das heißt, wenn wir mal auf die anderen Ligen gucken. Wo ist denn hier? England. Wenn wir mal auf die anderen Ligen gucken, heißt das mindestens, glaube ich, auf den 6. Platz müssten wir kommen. Ich glaube, unter den ersten 6 oder die ersten 5 sollten wir schon kommen. Und ich traue das der Mannschaft ja zu. Warum nicht? Also wir haben gute Spieler. Warum sollten wir uns denn kleiner machen, als wir sind? So, Innenverteidiger. Natürlich wäre jetzt ganz geil, junge Spieler. Ich setze natürlich immer auf junge Spieler, auf den Nachwuchs. Deswegen gucke ich mich immer gerne in der Bundesliga um, weil da kennt man halt die meisten. Die verfolgt man halt am besten, ne? Weil man halt selber in Deutschland wohnt, ist ja klar. So, Bundesliga, gucken wir mal. Aber ich gucke erstmal. Transferliste, da werden wahrscheinlich nicht so viel. Wie, ist gar keiner auf der Transferliste? Krass, zu verleihen? So, jetzt kommen natürlich die ganzen jungen Leute. Aber da gibt es natürlich nicht so schlechte. Man muss das auch mal ein bisschen in Relation setzen. Wir sind keine Meistermannschaft, ne? Wir sind so eine Durchschnittsmannschaft. Ich guck mal bei den Vereinen nach. Warte mal, ich mach einfach mal hier, Ale. Wer hat denn gute Innenverteidiger? Gladbach hat gute, ne? Leverkusen, Jonathan Tah zum Beispiel. Können wir mal gucken. Der fällt mir spontan mal ein, Jonathan Tah. Aber der wird auch zu viel Geld kosten, glaube ich. Gut, der ist auch erst gekommen von Hamburg nach Leverkusen. Jedwa ist ja auch erst gewechselt. Nee, ein aufregender Mann für die Zukunft. Er zum Beispiel. Der wäre zum Beispiel nicht schlecht. Der kann auch Rechtsverteidiger, glaube ich, spielen. Ich beobachte den mal und mache mal eine Anfrage. Aber wie gesagt, die Kommentare stehen für euch bereit. Schreibt eure Spielervorschläge unten in die Kommentare rein. Ihr seid da auch immer gerne mitgefragt. Dann können wir natürlich nochmal bei unserem alten Verein stöbern. Caldirola zum Beispiel. Der hat eine 74 gehabt. Oder Zulu hat ebenfalls eine 74, 75 gehabt. Das wäre zum Beispiel mal eine Überlegung wert. Dann schaue ich mal Augsburg. Bayern. Gut, da wirst du niemanden bekommen. Badstuber. Gut, Batschuba hat zwar gute Werte, aber der ist mir einfach... Nee, ich mag den nicht. Das war natürlich ein Hammer, Boateng, ne, für 43 Millionen, aber... Naja, vielleicht irgendwann anders mal. Zlatanski, nee, auf den verzichte ich gerne. Martinez ist zwar nicht der Schnellste, aber ist ein sehr physisch starker Spieler. Gucken wir mal weiter bei den ganzen anderen Clubs. Hertha hat momentan auch keine so schlechten Innenverteidiger. John Brooks zum Beispiel, ja, Niklas Stark sind auch... Die beiden, die können sich zum Beispiel noch richtig gut entwickeln. Auch Langkamp, 27 Jahre, das ist noch kein Alter im Fußball, ne? Möchte ich mal sagen. Ja, also wir haben noch ein bisschen was zu tun. Ja, ich spule jetzt erstmal ein bisschen vor. Vielleicht können wir schon unser erstes Spiel simulieren. Ja, die ganzen Spiele simuliere ich. So, Ihre Anfrage zu Tin Yedwai. Der würde zum Beispiel nur 8,5 Millionen kosten. Ja, warum nicht? Ich meine, wenn der so günstig ist, warum nicht? Wir gucken mal, 8,5 Millionen. Der kann auch Rechtsverteidiger spielen, ne? Also da hätten wir schon mal 2 in 1. So, dann gucken wir mal weiter. Club Brügge. Und dann Hull City. Oh, hier gucken wir mal. Also, schon das erste Angebot akzeptiert. Vielleicht können wir schon unseren ersten Spieler verpflichten. 45.000, 4 Jahre. Und ich würde sagen, er ist wichtiger Stammspieler. Ich denke mal, er wird auch spielen, weil ich glaube, er ist stärker als Simpson. Er kann sich auch noch ein bisschen besser entwickeln als Simpson, glaube ich. So, aktuell ist aus Frankreich. Vielleicht haben wir ja da noch ein paar Innenverteidiger. Oh, Ficky, aber der ist im Sturm. Den wollen wir nicht. Wir gucken mal Defensive. Ja, David Luiz wäre natürlich so eine Variante, 18,5 Millionen, aber der ist zu teuer. Oh, Vizcarondo. Geilster Spieler ever. Osvaldo Vizcarondo, den können wir uns ja holen. So, Pogba. Ist das der Bruder vom... Ja, ne? Ich glaube, das ist der Bruder vom Pogba. Der sieht auch schon so aus wie sein Bruder. Also dann simulieren wir mal gegen Brügge. Ich erwarte mir da einfach nichts, ne? Hauptsache, so weit wie möglich kommen, damit wir noch ein bisschen Geld uns einheimsen können. Und wir gewinnen 3-2. Durch ein Tor von Uloa und zwei Tore von N'Golo Kante. Ja, sehr schön. Das erste Spiel gewonnen. Können wir gleich das zweite hinterher machen gegen Hull City gleich.
So, hier haben wir den gerade angesprochenen den Jonathan Tah, der ist aber für 10,5 erst gewechselt. Niklas Süle wäre natürlich auch so ein Monster, den können wir mal beobachten lassen. Und gleich mal eine Anfrage. Ich mache das jetzt einfach mal. So, Martip zum Beispiel, der Vertrag läuft auch in 12 Monaten aus. Also, wir können ihn uns in der zweiten Saison, wenn es gut läuft, umsonst holen. Neustädter nicht unbedingt, Schwab, Benatia, Marc, Torrejon, Tin Yedwai zum Beispiel, den haben wir ja, wenn es gut geht, gleich bei uns. Muss man hier beim Mikrofon wieder auspegeln. So, hat sich gerade irgendwie ein bisschen übersteuert. So, hier können wir mal Spielentwicklung weitermachen. Das habe ich auch nicht vergessen, dass ich das echt immer mache. Da muss ich mich auch immer zu aufraffen. Schlupp. Ja, geht hoch, sehr schön. Also wie gesagt, ich glaube, wenn wir eine Durchschnittssaison spielen, dann haben wir richtig Spaß, möchte ich sagen. So, das Spiel gegen High City machen wir noch. Ihre Anfrage zu Niklas Süle. Oh. Der kostet 21 Millionen. Martip kostet 26 Millionen. Also können wir uns die beiden schon mal abhaken. Aber Tin Yedwai liegt bei uns in einer Preisregion, die wir uns leisten können. Gar keine Frage. So. Gucken wir mal High City gegen den direkten Konkurrenten, möchte ich ja fast sagen. 2-1 gewonnen. Simpson hat ein Tor gemacht. Drinkwater, aber Hut ist leider verletzt. Scheiße. Gerade bei so unwichtigen Vorbereitungsturnieren, weißt du? Da gucken wir gleich mal, aber sollte gehen. Oh, was? Könnte nicht gehen. Da gucken wir gleich nochmal. Könnte nicht gehen. Nationaltrainer abgewohnt. Was? Abgelehnt? Mir gefällt es hier. Ich möchte mich nicht neu orientieren. Spieler verletzt. 2 Wochen Robert Huth. Na super. Fängt ja schon mal gut an. Aber warte mal. Da bis war. Ich glaube, da müssen wir einfach nur ein bisschen mehr Geld drauflegen. So, machen wir mal Stammspieler. Da müssen wir einfach nur ein bisschen Geld drauflegen. Bei Geld werden die meisten Spieler schwach. Nationaltrainer will ich momentan nicht werden. Aber das ist natürlich jetzt schon mal eine heftige Nachricht. Ey, Robert Huth, zack, gleich mal für 2 Wochen verletzt. Da müssen wir natürlich mal die Mannschaft kurz verändern. Setz beheben und speichern. Ja, jetzt muss wohl oder übel Wasilewski rein. Das ist ja eine Scheiße, ey. Und gerade bei so einem unwichtigen Vorbereitungsturnier, weißt du? Aber okay. Es ist ja noch Zeit bis zum Ligastart. Also von daher ist das nicht so schlimm. So, das machen wir nochmal kurz und dann beenden wir den Part. Dann bedanke ich mich schon mal bei euch fürs Zuschauen. Ja, ich hoffe, wir haben... Jetzt ist Moore auch schon verletzt, ey. Das gibt's auch gar nicht. Aber wir haben wieder gewonnen. Vardy und N'Golo Kante. Aber es gibt's doch gar nicht. Jetzt ist der zweite Innenverteidiger schon down. Was soll das? Ein Halbfinale spielen wir gegen Hoffenheim. So eine Scheiße. Es ist der zweite Innenverteidiger verletzt. Dann machen wir mal Vardy dahin. Der kann da auch noch mal hin. Also wir brauchen einen Innenverteidiger. Habt ihr ja gerade gesehen. 2 sind schon verletzt. Tin Yedwai bekommen wir vielleicht. Vielleicht auch nicht. Wir haben dem jetzt einfach mal ein bisschen Geld geboten. Und ich denke mal, der sollte zu uns wechseln, oder? Yedwai, komm. Wo ist er? Da ist er. Zack, da haben wir schon mal unseren ersten Innenverteidiger. Wichtig, wichtig, dass er jetzt gekommen ist. Und ihr seht das, er hatte 75er Stärke. So, ein bisschen Preisgeld haben wir auch noch dazu gekriegt. 1,3 Millionen. Gut, der Liam Moore fällt für 6 Wochen aus. Also gut, dass Yedwai jetzt schon gekommen ist. Dann können wir den gleich mal in die Startaufstellung tun. Und zwar, hierhin. Und ihr seht auch, der Tin Yedwai... Der kann auch links und rechts verteidigen, aber er ist auch verletzungsanfällig. Oh, scheiße. Da haben wir uns natürlich gerade den richtigen geholt. Aber ich denke mal, er wird da unsere Defensive stabilisieren. Jetzt haben wir schon 3 Verletzte, ey. Fuck off. Naja, also ihr seid gefragt. Schreibt eure Spielervorschläge unten in die Kommentare rein. Ich würde mich freuen, wenn wieder viele Leute zuschauen. Ja, bei der Leicester City Karriere. Und da bin ich mal gespannt. Ja, im nächsten Spiel gegen Hoffenheim. Schauen wir mal im Halbfinale, ob wir da weiterkommen. Und dann, ja, bedanke ich mich erstmal für euch. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch die Karriere gefällt. Wenn ihr aktiv dabei bleibt, würde ich mich freuen. Oder ein Abo, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Und dann haut da rein und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.